Über die Zeit, wo wir reden, ist die grüne Tafel 32.000 Jahre. Da sieht man einen kleinen dunklen Strich rüber. Das war die Erdoberfläche vor 32.000 Jahren. Also im Laufe der letzten 32.000 Jahre hat sich der Rest angeweht. Und alles, was da drunter zum Liegen gekommen ist, ist natürlich zugedeckt worden. Ob das Knochen sind oder Steine oder Holz und so weiter. Nur holen tut sich ein Stein oder ein großer Knochen. Alles andere verfault natürlich. Und die Tafel sagt, was eine Löschwand erzählen kann. Aus dieser Zeit gibt es ja gar nichts. Also keine Aufzeichnungen, keine Bilder, gar nichts. Jetzt müssen natürlich die Archäologen aus den Funden, die sie da machen bei solchen Grabungen, Rückschlüsse ziehen, was eine Löschwand erzählen kann. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Stein drinnen ist, ein Steinklumpen, wo ein paar Splitter runtergeschlagen worden sind und die Splitter finden sie irgendwo, so wissen sie, dass die Steine bearbeitet haben, also dass sie schon intelligent waren, haben die Steine bearbeitet und haben sie Werkzeuge daraus gemacht. Wenn sie eine Spitze finden, ich sage jetzt diese Pfeilspitze, die es aber vor dieser Zeit noch nicht gegeben hat, 32.000 Jahre, erst vor 10.000 Jahren, dann findet er das Vermorschte, den Schaft dazu und er kann sagen, aha, die haben Pfeil und Bogen gehabt, sie haben Speere gehabt. Wie war noch dann, wie kann ich mit einem Speer jagen, wie viel kann ich erlegen? Ja, dann kann er Rückschlüsse ziehen, aha, sie haben mit Jagd und so weiter also sich ernährt und kann man wieder also Rückschlüsse ziehen, was haben sie gejagt, weil man ja die Knochen findet, die Gräsern und so weiter. Also eine Löschwand kann sehr viel erzählen, Schneckengehäuse zum Beispiel, wo es heute am Mittelmeer gibt, und da finde ich es, da kann ich wieder sagen, aha, die waren einmal da, diese Schnecken, die sind sehr empfindlich auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da finde ich es, also muss einmal die Temperatur so gewesen sein. Wir haben immer Kalt- und Warmzeiten gehabt. Da haben wir die ganze Aufzeichnung, 700.000 Jahre vor unserer Zeit, das war immer Kalt- und Warmphasen. Wenn wir jetzt eine Warmphase kriegen, so ist das ganz natürlich. Wahrscheinlich dann wir Menschen ein bisschen beschleunigen. Aber gehabt haben wir das immer. Die letzte Eiszeit war eben vor 10.000 Jahren. Das war die Würmzeit, das ist auch das Mammut noch dann verschwunden. Dann haben wir ganz einfach wieder eine Erwärmung gehabt. Man sieht zum Beispiel hier an diesem dunklen Fleck in der Lehmwand, da war einmal mehr Vegetation. Mehr Vegetation heißt mehr Niederschläge, wärmer. Mit denen habe ich mehr Humusbildung und ich habe ganz einfach hier einen dunkleren Fleck, also in dieser Lehmwand drinnen. Dieses Profil ist für die Archäologen ist genau eine Zeiteinteilung für jedes, ich sage jetzt 200 Jahre, was da noch dann praktisch aufgelistet ist, wo eben noch dann die Fundschichten, man redet da von Fundschichten, eben geredet wird. Genauso zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Kirche oder irgendeine Ruine habe, dann wird ja auch meistens das alte weggekramt, also zusammengeschoben, oder ist das alte, heute damals ausgeräumt, weil wir ja die Werkzeuge haben dazu, aber da ist das alte reingeschoben worden und ganz einfach das Neue draufgebaut worden. Jetzt noch eine Schicht, wo eben noch dann das vor dieser Zeit war. Okay. Wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig. Wir wissen nicht einmal, ob die Menschen sprechen haben können. Wir können das nicht aussagen. Wahrscheinlich haben sie sich mit verschiedenen Lauten also verständigt und wahrscheinlich mit Zeichensprache. Aber hundertprozentig kann man es nie sagen. Das Letzte, was sich beim Menschen eigentlich entwickelt hat, ist eben der Kehlkopfbereich, also wo er noch dann auch reden hat können. Und da sehen wir die Tafel ganz einfach, wie die Wanderung des Menschen also vor sich gegangen ist. Hier vor 200.000 Jahren in etwa sind die Menschen weggezogen. Wie kann das passiert sein? Das kann man sich auch nur in etwa vorstellen. Ein Sippen, so wie es wir sind, hat gelebt ganz einfach, ein gutes Jahr, eine gute Zeit gewesen, 10, 20 Jahre, viel Fleisch, gute Nahrung, viel Nachwuchs, die Sippen ist zu groß geworden. Auf einmal haben sie einen Streit angefangen, ganz eine natürliche Sache, eine Gruppe hat sich abgespalten, ist weitergezogen, 500 Kilometer weitergezogen, im Laufe ihres Lebens, sie sind ja immer gezogen, haben sie irgendwo niederlassen, haben das Gebiet ganz einfach bejagt und so weiter. In 50 Jahren war wieder das Gleiche, wieder die Sippen ist weitergezogen, 500 Kilometer, und hat sich immer in dieser Zeit angepasst. Wie war das soziale Gefüge? Haben sie einen Häuptling gehabt? Wie war das, wenn einer gestorben ist? Wie war es, wenn einer verletzt worden ist? Haben sie ihn liegen lassen? Haben sie ihn begraben? Wie war das? Das wissen wir alles nicht. Wir werden es nie erfahren. Aus dieser Zeit gibt es eigentlich keine Skelette, keine Toten, weil das natürlich also alles eigentlich schon vermorscht ist. Wäre natürlich ganz was Besonderes. Der Ötztalmann war für die Archäologie also eine Sensation, weil viele Fragen bestätigt worden sind. Zum Beispiel, wir wissen also, dass die Jungsteinzeit, oder also Bronzezeit, Jungsteinzeit, 2300 bis 2200,
vor Christi war. Tatsächlich hat aber der Ötztalmann, der 5200 Jahre vor unserer Zeit gelebt hat, eine Bronzeklinge in seinem Beil gehabt. Wissen Sie heute nicht, wie hat er dieses reine Bronze, das ja ein wesentlicher Fortschritt war für die Menschen dort, wie hat er das zusammengebracht? Wissen Sie heute nicht. Also viele Dinge sind richtig, aber viele Dinge können natürlich sofort umgestoßen werden. Das ist die Entwicklung des Menschen. 4 Millionen Jahre, inzwischen schon 6 Millionen Jahre vor unserer Zeit, ein Wesen, das aufrecht geht, das die Hände frei bewegen kann, das etwas intelligenter ist als die Tiere. Und dieses Wesen hat sich behaupten müssen, war am Anfang natürlich in der Nahrungskette das letzte Glied, der ist gefressen worden, der ist geschlagen worden, alles. Nur irgendwann ist vielleicht einer draufgekommen, der Oberhäuptling, ich sage es jetzt nur, weil meistens, entschuldigen, wenn ich es so sage, weiß der mehr oder unternimmt mehr und umsonst kommt er nicht her oder einen Stag genommen. Ein Murztrombeer ist hergekommen und hätte sich halt irgendeinen Futter holen wollen. Der hat den Stang genommen, hat ihn hingeworfen auf den Bären, hat ihn auf die Nasen erwischt, der Bär ist davon gerannt. Jetzt hat er gemerkt, hallo, der rennt ja davon, weil ich da den Stang geworfen habe. Alle einen Stein, alle haben den Stang genommen, das nächste Mal ist der Bär gekommen, alle haben den Stang hingeworfen, der Bär ist tot umgefallen. So muss man sich vorstellen, auf einmal, aha, wir haben da eigentlich was, wo wir uns wehren können. So ist die Entwicklung des Menschen vor sich gegangen. Der Mensch war immer neugierig. Besonders, da haben wir noch die verschiedenen Gruppen. Der Neandertaler hat gelebt, war aber zufrieden. Der Homo sapiens sapiens, so wie wir es sind, wir haben auch gelebt. Aber wir waren mit dem nicht zufrieden, was uns die Natur gegeben hat. Wir waren neugierig und haben erforscht und forschen heute noch. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht mit einem Autobus fahren oder nicht mit einem Flieger oder nicht mit einer Rakete am Mond kommen. Und diese kurze Zeit, das ist die Entwicklung, diese kurze Zeit ist Schriftgeschichte, das heute, wo wir Eisen haben, wo wir Computer haben, wo wir also alles, was wir heute selbstverständlich hernehmen, wo sich erst das entwickelt hat. So lange haben wir gebraucht, bis dass wir überhaupt einmal halbwegs über die Runden gekommen sind. Im Wesentlichen haben die Menschen dort alles genommen, was ganz einfach verwertbar war. Sie haben da Aas genommen, wenn ein Raubtier, ich sage jetzt ein Nashorn oder ein Rentier erlegt hat. Irgendwas ist überblieben, entweder haben sie das Fleisch noch genommen oder sie haben die Knochen genommen. Die Knochen war eine wesentliche Nahrungsquelle und zwar da drinnen ist Knochenmark. Und Knochenmark also hat unheimlich viele Stoffe, die wir Menschen brauchen. Alle Spurenelemente, alles, was wir ganz einfach zum Überleben brauchen. Und jeder sagt, der Pana-Suppen, das ist was Gutes, weil ihm da das Knochenmark rausgekocht wird. Das ist ein Knochen von einem Stier und da ist allerhand drinnen. Und ich kann natürlich hier auch Waffen und Geräte machen. Wenn ich den jetzt in den Zustand, wenn er noch frisch ist, also nicht ausgetrocknet, da kann ich ihn leicht bearbeiten, das ist weich, dann kann ich da ganz einfach alles machen. Splitter runter tun für Spitzen und so weiter. Der Homo sapiens hat sich geändert, der hat nachgedacht, was kann ich tun? Der hat jetzt den Speer genommen und hat ihn geworfen und hat ganz einfach, ich tue hintere, hat ganz einfach jetzt den Speer genommen. 5 Meter, 10 Meter hat er da ohne weiteres was erlegen können. Das war ihm zu wenig. Er hat ganz einfach weiter nachgedacht, hat gesagt, ich habe ja Kraft genug. Irgendwann ist einer draufgekommen und hat seine Hand verlängert und hat ganz einfach, das ist eine Speerschleuder, mit dieser Speerschleuder seinen Speer wesentlich weiter werfen können. Haben heute noch die Aborigines in Australien, jagen die noch mit ihrem. Seht ihr das? Also, das muss ich ehrlich sagen, also das ist heute, das ist ein Blattschuss, der Bär fährt wahrscheinlich in 20, 30 Meter um. Und er hat alles untersucht, habe ich gesagt. Nicht, wenn er jetzt noch so einen Knochen auseinandergeschlagen hat, vielleicht ist einem einmal ein Stein zerbrochen und er ist draufgekommen, aha, da ist ja eigentlich eine Kante. Mit der Kante kann ich schon ein bisschen was anfangen. Die Schere halt. Der Zeitfaktor war ja bei dieser Zeit null. Also eine Zeit hat halt 3 Tage geschert. Oder sonst nichts da. Wenn er keinen Hunger gekriegt hat, war das kein Problem. Und irgendwann ist einer dahinter gekommen und hat gesagt, naja, ich kann ja hier gezielt eigentlich schlagen, so wie es der da macht. Ich mache gezielt. Schlage ich mir da was runter. Jetzt habe ich da eine Schneide. Zum Beispiel, ich sage es euch, ich lasse ihn jetzt nicht durchgehen, das wäre, weil die Gruppe da zu groß ist. Aber ich sage euch das da ganz einfach. Habe ich nur runtergeschlagen. Ja, da reißt es einmal.
Seht ihr das? Wie ein Stanley-Messer. Sehen? Schneidet scharf wie ein Rasiermesser. Jetzt mit dem kann ich schon das Feld schneiden. Mit dem kann ich schon Fleisch außen tun, mit dem kann ich was anfangen. Aber nur ist unpraktisch. Ist wieder einer dahinter gekommen und hat gesagt, ich nehme ein Stück Holz und schäfte diesen Stein. Das ist dem Zufall überlassen, wie viel was da oben springt. Ich kann es natürlich ein bisschen lenken, schäfte diesen Stein und habe eigentlich schon ein sehr gutes Messer. Das könnt ihr durchgelassen. Da seht ihr mal so, wie scharf das ist. Groß. Spagat gibt es in der Natur. Die Sehnen der Tiere, wir haben Sisal, wir haben Hanf, wir haben Fasern, jede Menge. Da habe ich ein tolles Gerät. Fizi, wenn du da bei mir warst und du wirst frech, mach es nur so. Und er ist schon stark. Sondern wesentlich, die Ausgabe habe ich einen Tag in den Wald verbracht, weil ganz einfach der Winkel wichtig ist. Aber wenn der jetzt da war, hat der Stück alleine da und so intelligent warnt schon, dass das ganz einfach weiter aufgegangen ist. Nächstes Jahr, in 2 Jahren, ist er wiedergekommen und hat das genommen, wenn er noch gelebt hat. Wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Nur, da war eine Steinklinge drinnen. Und ich habe zuerst gesagt, der Ötzi hat schon eine Bronzeklinge gehabt. Die Steinklinge, wenn die jetzt ausspringt, wenn ich jetzt nirgendwas mache, und mit der kann ich schon hinhauen, da tut sich schon was, dann ist sie kaputt. Die Bronzeklinge, nehme ich einen Stein, schleife es nach und sie ist schon wieder scharf. Also wesentlich einfacher. Nur mit denen ist auch natürlich der Stress gekommen. Nicht? Einfacher, mehr, ich muss mehr arbeiten, weil mehr Maler daheim sind, die was gestopft werden wollen. Also ist natürlich auch gewesen. Und so Geräte, wenn ich jetzt den Stein finde, finde ich auch vermorscht oder das andere dazu. Ich kann rekonstruieren, so hat so eine Hacke oder so ein Beil, ein Deichsel hat das geheißen, ausgeschaut. Eine wesentliche Waffe. Ich kann natürlich aber auch aus einem Hirschgeweih eine Waffe machen. Mit dem kommt er mir genauso ein wenig zuber. Weil da tue ich auch mal nur so machen. Und wenn er nichts hat, ist er natürlich wesentlich in Nachteil. Wenn er eine bessere Waffe hat, bin ich in Nachteil. Und das war ganz einfach das Wesentliche, auch heute noch in den Kriegen. Oder wir sind einmal viele Menschen und raffen da mal auch. Der, was die bessere Waffe hat, der hat ganz einfach die Überlegenheit. Die nächste Waffe, die sich entwickelt hat, ich habe euch gesagt, den Speer. Der Speer war natürlich eine gute Waffe, gar keine Frage. Aber irgendwann sind sie durch den Wald gegangen. Einer ist vorn gegangen, hat einen Ast mitgenommen, einen starken. Der nächste hinten ist nachgegangen und ich habe ihn ausgelassen. Und der ist am Scheißer gesessen. Das heißt, irgendwann sind sie draufgekommen, da ist ja Energie gespeichert. Ich habe mich zwar geplagt beim Vieretagen, aber beim Hinteretouren habe ich mich nicht mehr plagen brauchen und ich habe da ganz einfach was angerichtet. Pfeil und Bogen hat sich so entwickelt. Und die mongolischen Völker waren im Bogenbau Weltmeister, darum waren sie so erfolgreich bei ihren Kriegen. Und bei dem, wo sie natürlich erobert haben, weil sie ein Gebiet braucht. Die Statuette, wie gesagt, 88 in 8 Teile zerbrochen gefunden. Da haben wir die Teile. Das war der erste Teil, was sie gefunden haben. Ist an Ort und Stelle gemacht worden. Und zwar so einen Stein, Amphibolitschiefer. Liegt, gibt es da tonnenweise. Ist ein relativ weicher Stein. Und aus dem hat er das rausgeschnitzt. Müsst ihr euch wieder vorstellen. Wir haben jetzt die Geräte gemacht, da unten. Und mit dem Gerät hat er sowas gemacht. Also ein Künstler. Wird man heute also sicher nicht so schön zusammenbringen, lasst es durchgehen, wie diese Figur ist. Ist eine Kopie natürlich aus Bronze. Das Original steht im Naturhistorischen Museum in Wien. Also so ein Steinbrocker kann man relativ leicht runterspalten, hat er das gemacht. Glänzender Stein. Ja, alles Werkzeuge, Abfall und so weiter, wie es da gefunden worden an dieser Fundstelle, also ist hier gemacht worden, ist ihm zerbrochen, darum hat er es weggeschmissen. Die Beschreibung zeigt ihm den ausgestreckten Körper einer Frau, einer tanzenden Frau. Eine schlanke tanzende Frau, was zu dieser Zeit eine Rarität war. Die Venus von Willendorf, 25.000 Jahre vor unserer Zeit gemacht worden, aus Sandstein, ist korpulent, füllig. Eine füllige Frau war zu dieser Zeit hoch angesehen, weil die hat das Überleben der Sippe ganz einfach gesichert. Das war eine starke Frau. Eine schlanke Frau war nicht üblich, aber wie es heute immer gibt, die können essen, was sie wollen und die werden nicht dicker. Ich kann essen, was ich will, ich werde auch nicht dicker. Wie gesagt, 10 Gramm schwer, 7,2 cm groß. Den Namen Fanny hat sie nach einer berühmten Wiener Tänzerin, der Fanny Elsner, bis 1890 sowas gelebt und war eine ganz berühmte Tänzerin. Und die Archäologen, nachdem das eine tanzende Figur war, haben sie Fanny, die tanzende Venus vom Galgenberg, genannt. Vorher gibt es in
ein paar oder Feuer machen, gibt es ein paar Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich Holz reibe oder die Hände reibe, bis das ganz einfach Funken fliegen, das kennen wir ja alle. Oder ganz einfach mit einem Pyriten und mit einem Feuerstein. Dieser Hornstein, den was ich da gehabt habe, mit dem kann ich mir Sicht sitzen, also die Funken da relativ schlecht. Mit diesen Pyriten, also riech einmal, riecht schwefelig. Pyrit ist sehr viel Schwefel drinnen. Ich kann aber jetzt, ich habe da etwas moderner, damit man sieht, das ist jetzt mit Magnesium ganz einfach gemischt und da sehe ich jetzt die Funken viel besser. Sowas hat der Ötzi bei ihm gehabt, die Forscher haben das rausgenommen und das Feuerzeug ist genauso wieder gegangen. So, ich brauche trockenes Material dazu. Verzeiht, wenn ich jetzt ein kartüres Gras nehme. Es ist ein Taschentüchel. Es muss natürlich also leicht zum Brennen bringen sein. Ja, ist nichts geworden. Jetzt habe ich schon. Meistens kriege ich schon Applaus, wenn ich eine Feier mache. Ja. So, da. Ja, ich habe selber eins mit. Also zur Not, wenn es nicht funktioniert, habe ich alle ganz ein kleines mit. Aber nur, wir sehen wieder, welchen Fortschritt wir genommen haben. Der Fortschritt ist nur mit denen möglich, weil wir neugierig sind. Und wir sind heute noch neugierig. Eine Gruppe von uns natürlich weit, weit neugierig, die in den Forschungszentren ganz einfach arbeiten. Und wir sagen also, Forschung ist das Wichtigste für die Menschheit überhaupt. Sonst würden wir heute noch in den Höhlen umherlaufen, mit Fellen begleitet.